Es ist Erkältungszeit. Die Arztpraxen sind voll und auch die Zahl der an Corona Erkrankten ist relativ hoch. Der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat deshalb vor allem Menschen mit Risikofaktoren zu Auffrischungsimpfungen aufgerufen. Ein Corona-Impfstoff ist allerdings aktuell in der Diskussion. Ein Labor aus Magdeburg will hier Verunreinigungen gefunden haben. Der Hersteller bestreitet das. Wir haben mit Wissenschaftlern und Behörden gesprochen. Wir sind in einem Privatlabor in Magdeburg. Professorin Brigitte König untersucht hier Corona-Impfstoffe. Das Ergebnis: alle Proben sind verunreinigt. Mit Fremd-DNA, die in dieser Menge nicht in den Impfstoff gehört. Aus meiner Sicht ist das alarmierende Ergebnis, dass alle 5 Chargen erheblicher Fremd-DNA innerhalb drin hatten, die weit über dem Grenzwert liegen. Es geht um den Impfstoff von BioNTech Pfizer. 5 Chargen wurden in das Magdeburger Labor gegeben, weil es einen Verdacht gab. Fremd-DNA könnte im Impfstoff enthalten sein, und zwar über dem Grenzwert. Der liegt laut WHO bei einem DNA-Gesamtgehalt von 10 Nanogramm pro Dosis. Es sei wichtig, dass dieser nicht überschritten werde, so König, weil die Gefahr bestünde, dass die Fremd-DNA in die Zellen des Menschen eindringe. Brigitte König ist externe Professorin an der Medizinischen Fakultät der Universität Magdeburg. Sie zeigt uns das Ergebnis ihrer privat durchgeführten Untersuchung. Alle 5 untersuchten Chargen seien verunreinigt. Bei der niedrigsten Konzentration wurde der Grenzwert um das 83-fache übertroffen. Die höchste gefundene Konzentration betrug das 354-fache vom Grenzwert, zu König. Dies sei besorgniserregend. Auch der Auftraggeber der Analyse ist eine Privatperson. Der studierte Biologe Dr. Jürgen Kirchner. Er gehört seit Jahren zu den lautstarken Kritikern der mRNA-Impfstoffe. So betreibt er eine Webseite mit dem Namen Genimpfstoffe. Dort bewirbt er auch seine unter einem Pseudonym geschriebenen Bücher. Sein letztes heißt Beschmutzt. Er war auch bei YouTubern wie dem umstrittenen Corona-Kritiker Paul Brandenburg zu Gast und diskutierte mit ihm seine Thesen zu den Impfstoffen, auch den Befund aus Magdeburg. Wenn DNA-Belastungen in einem Impfstoff gefunden werden, der so weit, wie wir es gefunden haben, über den Grenzwerten liegt, dann greift aus meiner Sicht automatisch ein spezieller Paragraph des Arzneimittelgesetzes, das Paragraph 5, der sagt, wenn ein Arzneimittel bedenklich ist, dann muss es vom Markt genommen werden. Und das versucht der Biologe auch zu erreichen. Im September war er bei einer Anhörung im Petitionsausschuss des Bundestages zum Thema Pandemieplan. Hier nutzte er die Chance, die Analyseergebnisse aus Magdeburg vorzutragen. Das sind gigantische Überschreitungen von einem Grenzwert für ein wirklich sehr bedenkliches Arzneimittel. Doch enthalten die Impfstoffe tatsächlich Fremd-DNA? Der Vorwurf ist nicht neu. Schon im April 2023 fanden amerikanische Wissenschaftler Fremd-DNA über dem Grenzwert in den Impfstoffen von BioNTech und Moderna. Auch bei dieser Vorabveröffentlichung einer kanadischen Studie von Ende Oktober kommen mehrere Wissenschaftler zu einem ähnlichen Ergebnis. Die Forscher schreiben, unsere Ergebnisse erweitern die bestehenden Bedenken hinsichtlich der Impfstoffsicherheit. Doch sind solche Reste fremder DNA überhaupt gefährlich? Der Mensch trägt ständig Fremd-DNA in sich. Die kann über die Nahrung kommen, aber auch wenn Bakterien in die Lunge gelangen. Diese freischwebenden DNA-Schnipsel werden im Darm von Enzymen verdaut. Doch bei der mRNA-Impfung gibt es einen Unterschied. Der Impfstoff enthält sogenannte Lipid-Nanopartikel. Sie schleusen die mRNA in die Zellen. Sie unterscheiden jedoch nicht, ob sie mRNA oder eben DNA transportieren. Könnte die Fremd-DNA dadurch direkt in den Zellkern gelangen? Das ist zumindest die Befürchtung dieses amerikanischen Forschers, Professor Dr. Philip Backhouse.
Er ist ein klarer Befürworter der mRNA-Technologie. Doch auch er sagt, er habe DNA-Reste im Pfizer-Impfstoff gefunden. Hier bei einer Anhörung im Senat von South Carolina erklärt er mögliche Folgen der DNA. Per Mail schreibt er uns: Im Moment weiß niemand mit Sicherheit, ob die Fremd-DNA Schäden verursacht hat oder verursachen wird. Aber es besteht ganz klar ein begründetes theoretisches Risiko genetischer Schäden an langlebigen Stammzellen. Wir befragen mehrere namhafte deutsche Wissenschaftler zu dieser Befürchtung. Nur wenige beantworten unsere Anfrage. Darunter Professor Emanuel Wieler vom Max-Delbrück-Center für molekulare Medizin, ein von der Bundesregierung finanziertes Institut. Er hält es für extrem unwahrscheinlich, dass die DNA negative Folgen haben könnte. Weiter schreibt er: DNA in Impfstoffen ist kein neues Thema und wird beispielsweise bei einem Grippeimpfstoff auch getestet. Das hat bisher niemanden interessiert, beziehungsweise man vertraut richtigerweise darauf, dass das Paul-Ehrlich-Institut als zuständige Behörde die Prüfarbeit korrekt erledigt. Meines Erachtens zeigt das, dass es hier nicht um DNA in Impfstoffen geht, sondern entweder Impfungen, unsere beste Waffe gegen Infektionskrankheiten, grundsätzlich in Zweifel zu ziehen oder Stimmung zu machen mit dem Thema Corona. Professor Gerald Dücker, Chemiker an der Ruhr-Universität, hält hingegen negative Folgen für denkbar. Er schreibt uns: Vor dem Hintergrund, dass man unter extremem Zeitdruck stand, ist es vorstellbar, dass der Hersteller entschied, entweder unter Nichtwissen oder Duldung von Aufsichtsbehörden, das Produkt mit den verbliebenen DNA-Verunreinigungen in die Massenverimpfung zu geben. Für Professor Bernd Mühlbauer von der Arzneimittelkommission hingegen sei allerdings noch gar nicht geklärt, ob der Impfstoff tatsächlich in bedenkenswertem Ausmaß verunreinigt ist. Er schreibt aber: Es ist ein Versäumnis der Zulassungsbehörden, der Öffentlichkeit nicht mitzuteilen, ob und durch welche Methoden der Hersteller nachweisen musste, dass Restmengen von DNA im konkreten Fall der mRNA-Impfung nicht in den Zellkern eindringen und zu Schäden führen können. Solche Experimente, unter anderem Tiersuche über mehrere Generationen, sind notwendig und vielleicht ja auch schon durchgeführt. Und wie reagieren die Behörden auf die Debatte? Zuständig für die Überwachung und Sicherheit der Impfstoffe ist das Paul-Ehrlich-Institut. Wir wollen wissen, ob es die Impfstoffe selbst auf Fremd-DNA untersucht oder zumindest die Ergebnisse aus Magdeburg überprüft hat. Schriftlich heißt es: Parameter wie der Rest-DNA-Gehalt im Impfstoff werden nur vom Hersteller experimentell geprüft. Das Institut testet die Impfstoffe also nicht selbst auf DNA-Verunreinigungen, sondern verlässt sich auf die Prüfprotokolle der Hersteller. Dass die Behörde weder selbst testet noch die Analyseergebnisse aus Magdeburg überprüft, stößt bei Professorin Brigitte König auf Verwunderung. Ich hätte erwartet oder hatte eigentlich auch, bin davon ausgegangen, dass die Behörden stichprobenartig zumindest das Endprodukt überprüfen und auf Kontamination oder auf die Reinheit, je nachdem nach dem Produkt, oder das ist noch etwas anderes drin. Wie gesagt, die Behörden können das, vor allen Dingen das Paul-Ehrlich-Institut hat die Ausstattung dazu. Das zuständige Bundesgesundheitsministerium stellt uns gegenüber die Analyse aus Magdeburg in Frage und weist darauf hin: Teilweise seien die getesteten Chargen nach Mitteilungen von Dr. Kirchner auch abgelaufen gewesen. Für die gefundene Fremd-DNA sei dies aber irrelevant, so die Wissenschaftlerin. Die DNA in diesen Lipidpartikeln vermehrt sich ja nicht. Ja, und wird eher noch abgebaut. Das heißt also, wenn der Impfstoff nicht abgelaufen ist, können wir eventuell noch mit höheren Werten rechnen, aber nicht mit geringeren. Also die DNA vermehrt sich ja nicht in einem sterilen Impfstoff. Da die Behörden die Untersuchungsergebnisse aus Magdeburg offenbar anzweifeln, wollen wir selbst verschiedene Chargen testen lassen. Wir fragen mehr als 20 Labore an, teilweise bei deutschen Universitäten, aber auch bei privaten Anbietern, die solche Analysen durchführen können. Von allen bekommen wir Absagen oder keine Reaktion. Es gelingt uns also nicht, eine DNA-Analyse nochmals unabhängig durchführen zu lassen. Dabei wäre es durchaus wichtig, die Frage nach dem DNA-Gehalt abschließend zu klären. Denn ein Grund für mutmaßliche DNA-Verunreinigungen könnte der Herstellungsprozess selbst sein, der ein anderer ist als noch bei der Zulassungsstudie.
denn der für die klinischen Studien verwendete Impfstoff wurde maschinell ohne Beteiligung von Mikroorganismen hergestellt. Dieser Herstellungsweg wird in den Unterlagen der Europäischen Zulassungsbehörde EMA Prozess 1 genannt. Pfizer ist dann auf eine andere Produktionstechnik umgestiegen, Prozess 2 genannt. Nur sehr wenige Probanden in der Zulassungsstudie erhielten diesen Impfstoff. Hier wurde das Material von gentechnisch veränderten Bakterien geliefert. Dieser Prozess war offenbar weniger aufwendig. Barg er aber tatsächlich ein höheres Risiko? Im Prüfbericht der Europäischen Zulassungsbehörde zum Pfizer-Impfstoff heißt es, dass es zwischen den Chargen der beiden verschiedenen Herstellungsprozesse zu Unterschieden kam. Dabei wurden Bedenken hinsichtlich Vergleichbarkeit, Charakterisierung und klinischer Eignung erhoben. Wir wollen von BioNTech wissen, warum das Herstellungsverfahren dennoch verändert wurde. Eine Antwort auf diese Frage erhalten wir nicht. Bezüglich der von der Magdeburger Wissenschaftlerin festgestellten mutmaßlichen DNA-Verunreinigung schreibt das Unternehmen: Der Pfizer-BioNTech-Covid-19-Impfstoff ist nicht mit DNA verunreinigt. Weiter heißt es, die Chargen wurden einer umfassenden Qualitätskontrolle durch den Hersteller unterzogen. Die Magdeburger Wissenschaftlerin sagt, mittlerweile habe sie weitere Impfchargen untersucht. Auch hier fand sie Fremd-DNA. Ob diese Analyse tatsächlich zutrifft und vor allem, ob die mutmaßliche DNA-Belastung Schaden anrichten kann, diese Fragen konnten wir als Redaktion allerdings nicht abschließend beantworten. Bislang letzter Akt in der Debatte ist dieses offiziell aussehende Schreiben einer Vereinigung namens Medizinischer Behandlungsverbund, der Ärzte vor dem Impfstoff warnt. Wie die zuständigen Behörden mitteilten, sei dies aber eine Falschmeldung. Ja, hier sollten die zuständigen Behörden jetzt schnell für Klarheit sorgen. Das Thema wird uns sicher weiter beschäftigen.